Und damit herzlich willkommen YouTube, YouTube-Kids zu einer neuen Episode. Meine Freundin Peppa Wutz. Und ja, wir haben heute wieder ein bisschen Spaß. Wir schauen mal, was in dieser Episode passiert. Viertelstunde haben wir, 15 Minuten. Dann wird Peppa auch schon wieder müde. Und dann machen wir eine kleine Pause. So, erstmal lehnt ihr euch jetzt alle schön zurück. Und dann gucken wir mal, was für Abenteuer wir heute erleben. Vielleicht, ich habe mir schon überlegt, gehen wir heute mal in den Kindergarten und platzieren uns erstmal oben rechts hin und starten das Spiel. Ich hoffe, ihr seid fit. Es ist 9 Uhr morgens hier bei mir gerade. Es ist immer noch super warm. Super warm. Das glaubt ihr nicht. So warm ist das. Und wir legen los. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wir haben hier noch einen zweiten Charakter. Den hier. Das ist der von meinem Sohn. Der wollte sich was anderes anziehen und ja, hat einen Pony gewählt. Eigentlich hofft er aber oder denkt er, dass es eine Giraffe ist. Ist es eigentlich ein Pony? Aber der Gedanke, dass es eine Giraffe sein könnte, wäre natürlich auch schön. Aber wer Peppa Wutz kennt, der weiß natürlich, wie eine Giraffe aussieht. Gerald Giraffe. Und wichtig auch, Freunde. Es geht direkt idyllisch los. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder eingeschlafen. Letzte Nacht. Wir haben jetzt ja schon die zweite Nacht hier bei Peppa Wutz verbracht. Ich glaube, das ist so ein kleiner Sommerausflug. Ne? Schönen Urlaub bei Peppa Wutz machen wir hier. Rumstehen ist langweilig. Ja, und wir gehen auch direkt los. Wir gucken mal. Vielleicht ist sie an der Kü... Oh. Papa Wutz. Und die ganze Familie. Da seid ihr. Peppa, wir nehmen euch mit zur Burg Wetterstein. Oh. Burg Wetterstein hat einen sehr hohen Turm. Von dort kann man die ganze Stadt sehen. Hurra! Saurier! Nein, Schorsch. Ich fürchte, da gibt es keine Dinosaurier. Saurier! Aber du kannst deinen eigenen mitnehmen. Gut, setzt euch doch schon mal ins Auto und wartet dort, während wir uns vorbereiten. Ja, Papa, wir gehen sofort los. Dann mal los. Günther Horst von Schlemmerhorn ist auch bereit. Papa fährt uns zur Burg Wetterstein. Toll, spontaner Ausflug zur Burg Wetterstein. Da bin ich ja jetzt auch... Oh, Herr Bulle ist schon wieder am Graben hier. Hallo, Herr Bulle. Was passiert denn hier schon wieder? Hallo, Familie! Hallo, Kinder! Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Mhm. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Ihr habt sicher viel zu tun. Wir möchten euch nicht stören. Kommen wir hier denn vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Verstehe. Danke. Wiedersehen, Herr Bulle. Ja, das hatten wir auch schon in der ersten Folge. Tschüssi. Danke fürs Reparieren. Ja, und aufreißen. Erstmal kaputt machen, dann reparieren. Wir fahren mal schön weiter. Ganz gemütlich, dass wir ja auch niemanden umfahren. Burg Wetterstein. Burg Wetterstein. Du bist mit Peppa und ihrer Familie auf Burg Wetterstein angekommen. Wow. Toll. Ich habe noch nie so eine große Burg gesehen. Dritter Abenteuer heute. Wir gehen hinein. Von ganz oben hat man eine herrliche Aussicht. Oh, herrlich. Oh, Erfolg. 80, jawohl. Wenn es einmal läuft. So, guck mal, was haben wir denn hier oben? Wir können hier Geld reinwerfen in diesen Schlitz und dann können wir wahrscheinlich mal gucken. Durch das Teleskop sieht alles viel näher aus. Mhm. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit und schaut euch um? Ja, machen wir mal. Erkennst du das? Das ist unser Haus. Oh ja, Papa. Ich kann mein Schlafzimmerfenster sehen. Das sieht
sieht wie das Haus von Oma und Opa aus. Und schau, da sind Oma und Opa. Sind wieder ganz fleißig. Glaubst du, sie können uns auch sehen? Ich glaube nicht, Peppa. Wir sind sehr weit weg von ihnen. Oh, heute ist ein perfekter Tag, Pedro und Freddy. Guck mal, ich kann Frau Mümmel mit ihrem Heißluftballon sehen. Bestimmt wartet sie auf jemanden, der zum Schneeberg will. Mhm. Wir haben das Museum gefunden. Oh, Museum gibt's auch. Ich liebe es. Mhm. Klausia. Oh. Mit Herrn Löffel. Und da ist der Schneeberg. Die Aussicht ist toll. Aber es ist bestimmt sehr kalt da oben. Der Kindergarten. Aber es ist keiner da, weil nicht Kindergartenzeit ist. Mhm. Kartoffeltraumstadt. Oh, Kartoffeltraumstadt. Komm hin, Mama, bitte. Ja, aber nicht heute. Jetzt sind wir doch auf Burg Wetterstein. Einen schönen Ausflug haben wir heute gemacht. Die sind toll, ne? Mama, Papa, können wir bald wieder zu Burg Wetterstein? Natürlich, Peppa. Es freut mich, dass euch der Blick durchs Teleskop gefallen hat. Ich hatte es gehofft. Mhm. Ja, mir hat's sehr gefallen. Auf Burg Wetterstein gibt es viel zu erleben. Mit dem Teleskop auf dem Turm kann man viele Orte entdecken. Manche sind weit weg. Okay. Wir könnten jetzt nochmal hochgehen. Oh. Oder? Nee, hier geht's nicht lang. Da ist ein Baum im Weg. Oder wir fahren jetzt weiter. Fahren wir auf Burg Wetterstein. Dann können wir auch weiterfahren. Fahren wir wieder zurück. Herr Bulle ist bestimmt schon wieder... Oh, der ist immer noch am Arbeiten. Hallo, Herr Bulle. Was passiert hier? Hallo, Familie. Hallo, Kinder. Wir sind gerade dabei, diese Straße ja. hier zu reparieren. Herr Bulle, sie, du wiederholst dich. Passiert? Der die, Baum in der die Nähe Bäume. Hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Immer noch. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Mhm. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Ihr ja. habt sicher viel zu tun. Wir möchten euch nicht stören. Kommen wir hier denn Hoho! Vorbei? Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Verstehe. Danke. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüssi. Wiedersehen, Herr Rino. Jetzt aber mal wieder zumachen hier die Straße auch mal bald, ne? Ist ja kein Zustand. Immer dieses Aufreißen der Straßen. Bauarbeiten überall, ne? Selbst bei Peppa Woods wird nur gebaut. So, wir wollten ja eigentlich heute nochmal in den Kindergarten. Peppas Haus. In Kindergarten fahren. Nach Hause. Oder wir machen jetzt noch eine Spritztour mit dem Fahrrad. Können wir auch machen. Oh, geht los. Vollgas. Mama Wutz wartet schon auf uns. Die passt auf, dass ihr alles seine Ordnung hat. Und wichtig, immer Helm aufsetzen. Und wir haben sogar eine Brille auf, dass uns keine Fliegen ins Gesicht fliegen. Ist auch immer gefährlich. Und nervig vor allem. Oh. Der Wald. Der Wald. Mit Frau Mümmel. Haben wir ja schon gehört, auf Burg Wetterstein, die Frau Mümmel würde uns auch zum Schneeberg fliegen. Fragen wir mal, was da los ist. Hallo, Frau Mümmel. Hallöchen. Ihr zwei scheint ja jede Menge Spaß zu haben. Mhm. Kann man so sagen. Da ist ein Schmetterling, da muss ich hin. Ein Schmetterling. Ist der hübsch. Komm, folgen wir ihm. Ja. Der dreht völlig durch. Jetzt ist er weg. Können wir hier noch weitergehen? Wir schauen mal. Ich frage mich, ob Frau Mümmel uns mit dem Ballon mitnimmt. Oder wir folgen weiter der Spur im Wald. Na, wir haben einen kleinen Waldausflug gemacht. Gehen wir hier lang. Dann gehen wir jetzt mal in den Wald. Oh je, oh. Hier liegt überall Müll.
Vielleicht kannst du mit Peppa den Wald aufräumen. Mhm. Oh nein! Da liegt Müll auf dem Boden. Tun wir ihn in den Mülleimer. Ja, das machen wir. Da ist noch Müll. Hier liegt ein Apfel. Das. Ich ja auch. Hier rein. Schwupps. Dann nehme ich noch die Flasche hier. Und fertig. Oder? Seht ihr noch was? Ich sehe nichts mehr. Oh, Oma Wutz ist hier. Gehen wir mal weiter in den Wald, mal gucken. Ach, ist noch mehr Müll. Und wo müssen wir hin? Wir müssen das bestimmt zurückbringen wieder, oder? Genau, hier ist ja der Mülleimer. Eine Flasche ist da noch. Guck mal, da haben wir ja heute schon schön gearbeitet hier. Herrlich. Ein bisschen Ordnung geschaffen im Wald. Ist auch wichtig. Nicht gut gemacht. Müll auf den Fußboden werfen. Wenn alle mithelfen, ist der Wald im Nu sauber. Ja, das macht man auch nicht. Wobei Äpfel sind jetzt nicht so schlimm. Das essen auch andere Tiere. Aber auch da können Tiere von krank werden. Also sollte man auch Äpfel und Lebensmittel lieber in den Mülleimer schmeißen. Weil man kann ja auch selber krank sein. Ne? Stellt euch vor, ihr geht in den Wald und habt eine Erkältung. Und das ist dann ein Eichhörnchen oder ein Schweinchen oder irgendwas, was da gerade rumflitzt. Und wird dann auch krank und vielleicht sogar viel schlimmer krank, als ihr seid in dem Moment. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Die haben ja, sind ja ganz alleine da im Wald. Da gibt es ja nun keinen Arzt, der da ist. Also immer schön aufpassen, dass ihr eure Sachen in den Mülleimer werft. Was haben wir hier denn? Oh, das ist eine Spur. Was ist das? Wer hat diese Spur hinterlassen? Lass uns ihr folgen und es rausfinden. Okay, so Striche. Das könnte ja einmal ein Fahrrad gewesen sein oder was ganz Kleines, Tippeliges, was nur Strichelfüße hat. Schorschi vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, ein Igel? Eine Maus? Vielleicht Insekten? Insekten? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Es piepst. Was glaubst du? Oder Sausier. Könnte auch Sausier sein. Ein Babysausier. Kann es ein Vogel sein? Wow! Ameisen? Ah! Guck mal, die springen alle ins Loch, die sammeln Blätter. Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Mama und Papa Wutz und George möchten im Wald ein schönes Picknick machen. Mhm. Was für ein herrlicher Tag für ein Picknick im Wald. Da kommen die uns besuchen. Suchen wir einen schönen Ort zum Hinsetzen und Essen. Oh, hier ist doch schön. Herrlich, eine Warum Lichtung. Gehen wir nicht dort lang? Ja, gehen wir da lang. Da ist auch schön bestimmt. Hauptsache schön weich am Poppes. Ne? Dieser Ort sieht doch passend aus, nicht? Mhm. Gibst du mir den Korb, Papa Wutz? Oh nein. Ja, natürlich. Was ist los, Papa Wutz? Dein Gesicht ist ja ganz rot. Mhm. Ich glaube, ich habe den Picknickkorb im Auto vergessen. Oh nein, dann müssen wir zurückgehen und ihn holen. Könnten du und Peppa vielleicht zum Auto gehen und den Korb holen? Na klar, Mama. Wir ja. sind gleich wieder da. Papa Wutz wieder, Papa weißt Wutz du? Hat den das vergisst er immer. Im Auto vergessen. Ihr sollt zurückgehen und ihn holen. Gehen wir zurück zum Auto und holen den Picknickkorb. Okay. Was wir schon erlebt haben mit Papa Wutz, der hat ja seine Brille verloren. Hier ist Opa Wutz. Hast du... Ja, es passt hier in jeder... Alle paar Meter passt dann jemand auf uns auf. Das ist auch ganz wichtig. So, wir gucken mal. Da ist er. Gucken wir mal, dass hier nichts rauspurzelt. Ne? Nicht zu energisch hier durch den Wald laufen. Da haben wir Limonade. Oder Saft. Käse. Und zwei Baguettes. Hier ist der Korb. Er duftet köstlich. Ach, danke, ihr zwei. Dann wollen wir uns mal setzen. Ups. Oh, der hat aber schon Hunger, der Papa Wutz. Upala. Oder hat er gepupst? Ihr habt den Korb geholt und Peppas Familie kann nun ein leckeres Picknick im Wald genießen. Mm. Oh.
Das kommt hierhin, das dahin und voilà. Ist aber schon dunkel hier. Yum, 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 yum. Diese Brote sind so lecker, Papa Wutz. Mit Tomate und Salat. Ja, Papa. Köstlich. Ach, danke schön. Und schmecken sie dir auch? Mhm. Oh, oh. Was war Enten. Das? Enten! Was macht ihr denn hier? Habt ihr auch Hunger? Mhm. Mama, können wir sie füttern? Wir könnten, aber wir haben nur noch Papas Brot übrig. Oh. Papa, Papa, wir müssen ihnen etwas geben. Oh, kein Problem. Wir haben ja was hier, übrig. Oh, ganzes Brot. Mit Tomaten und Salat, oder? Das ist ja aber üppig. Immerhin eine von uns ist satt. Ach, Papa, du wirst doch immer satt. Ich hau mich weg, du. Jetzt schläge ich mich auch wieder auf alle Glieder, du. Oh, jetzt kommt hier noch der Schulbus mit Frau Mümmel. Jetzt ist hier aber richtig Bambule im Wald. Madame Gazelle. Die kann sich mal zu uns gazellen. Und die Kinder kommen auch noch. Da haben wir heute die Kindergartengruppe verpasst. Schöner Ort zum Zelten. Ah, Peppa. Wie ich sehe, seid ihr beiden auch schon da. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Hallo, Peppas Freund. Hallo. Hallo allerseits. Kinder, Kinder. Jetzt, da wir hier sind, schlagen wir die Zelte auf. Mhm. Und jemand muss Stöckchen für das Lagerfeuer sammeln. Wir machen das, Madame Gazelle. Ja, das machen wir. Wir sammeln Stöcke. Madame Gazelle hat dich gebeten, Stöckchen zu sammeln, mit denen sie ein Lagerfeuer machen kann. Hilf Peppa, genug für das Feuer zu sammeln. Stöckchen, Stöckchen, okay. Stöckchen. Okay, hier ist wir einer. Wir brauchen ganz viele Stöckchen. Da, packen wir gleich dahin. Den nehmen wir noch. Ich hab Ups. Was. Brauchen wir noch mehr? Nein. Ich brauche noch mehr Stöckchen. Noch mehr Stöckchen. Holt ihr mir noch welche? Mhm. Okay, dann sind hier aber keine. Dann müssen wir wieder zurück, weiter in den Wald. Oder weiter raus. Da, Stöckchen. Peppa kann auch noch einen mitnehmen. Komm, wir gehen zurück, Peppa. Komm, folge Günther Horst. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin hier, wie sagt man so das schön, Pfadfinder vom Fach. Gehen wir zurück zu Madame Gazelle. Okay. Oui, oui, mon chéri. Ah, sehr gut. Nun, baut ihr doch schon euer Zelt auf, mhm. während ich das Lagerfeuer entfache. Okay. Da ist es. Ups. Schön die Heringe rein. Fertig. Und nun? Können wir das Feuer machen? Oh. Kommt alle her, Kinder. Wer möchte ein Lied hören? Ich bin auch ganz verrückt. Also gut. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bing bong bing, 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 bing bong bing. Toll. Jetzt können wir alle schlafen gehen. Schönes Lied. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch echt gut. Das feiere ich total, wenn mein Sohn das immer hört. Oh, jetzt wird sie aber wirklich müde, die Peppa. Nach diesem langen Ausflug im Wald heute. Ah, da seid ihr. Da sind wir ja. Ne? So. Auf nach Hause, Leute. Jetzt gehen wir wieder ins Bettchen. Langen Tag hinter uns gebracht. Viel erlebt. Dann machen wir jetzt mal die Klüsen zu. Gute Nacht, Mama und Papa Whistleman. Schlaf gut. Und bis morgen. Zack.
Ja, und damit endet auch diese Episode mit einem Ausflug im Wald. Dann waren wir auf der Burg Wetterstein, haben ein bisschen durch Pepperwoods Stadt geschaut und viel gemacht, ein Picknick gemacht. Wir haben gezeltet, ein bisschen gesungen, Müll aufgeräumt, den Wald gesäubert. Schön. Ich danke euch, Freunde, vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und lasst gerne ein Abo da. Würde mich super freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du die anderen Folgen verpasst hast, schau auch gerne mal rein. Wir haben schon Oma und Opa Wutz besucht. Und wir haben natürlich auch am ersten Tag Pepper Wutz kennengelernt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen... Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns frisch und munter in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, euer Daddle Buddy.